Wozu hat Allah Azzawajal die Engel überhaupt erschaffen, die unsere Taten aufschreiben? Wie heißen diese Engel? Wie heißen diese Engel? Allah Azzawajal hat sie genannt im Koran. Kiramun Katibin. Weiter? Nein, nach der Ayah. Ya'lamuna ma? Ya'lamuna ma? Taf'alu. Sie wissen genau, oder beziehungsweise er nannte sie edle Schreiber, sie wissen, was sie tun, was die Diener tun. Was heißt das hier? Hier müssen wir verstehen, dass das nicht so verstanden wird, wie der offensichtliche Text hergibt. Diese Engel haben kein verborgenes Wissen. Das bedeutet, sie wissen, was die Diener tun, nachdem die Diener es getan haben. Weil verborgenes Wissen hat nur Allah Azza wa Jal. Und daher, liebe Geschwister, ist es so, dass Allah Azza wa Jal diese edlen Schreiber erschaffen hat, nicht weil er sie braucht. Wallahi, Allah braucht sie nicht. Allah hat das vollständige Wissen, sondern die Weisheit dahinter ist, dass Allah Azza wa Jal uns seine Vollkommenheit zeigen möchte und seine Sorgfalt, dass er alles geordnet hat und für alles eine Sache bestimmt hat. Er braucht diese Schreiber nicht. Schaut mal, in einer authentischen Überlieferung, die Ibn Hajar al-Asqalani als authentisch klassifiziert hat, sagt Allah Azza wa Jal zu einem Engel, schreib diese Tat von meinem Diener. Dann sagt der Engel, ja Allah, er hat diese Tat aber noch nicht getan. Lam yaf'alu, er hat dieses nicht getan, diese Tat. Dann sagt Allah Azza wa Jal, bal nawah, er hat es beabsichtigt. Daraufhin schreibt der Engel diese Tat, Allahu Akbar. Er wusste das nicht, aber Allah hat ihm gesagt, dass dieser Diener das beabsichtigt hat. Wusste der Diener, wusste der Engel das? Natürlich nicht, weil er kein, was hat? Kein verborgenes Wissen, Wallahu ta'ala ala wa alam.